Hallo zusammen, ich erzähle euch heute eine Geschichte, die vor 2000 Jahren gespielt hat. Sie geht um den Jesus. Und der Jesus ist vor 2000 Jahren in die Hauptstadt Jerusalem eingelaufen. Und die Leute haben ihn geliebt, sie haben geschrien. Jesus, Jesus Hosanna! Halleluja! Halleluja! Und sie hat ihn am liebsten zum König gewählt. So gern haben sie ihn gehabt. Aber das waren die Pharisäer und die Priester, die ihn gar nicht hatten. Nein, sie haben ihn gehasst. Der hat doch nicht recht! Hey, was erzählt er für Sachen? Das ist doch nicht so, wenn wir ihn bringen. Weil der Jesus hat etwas anderes erzählt als die Priester und die Pharisäer. Nämlich, dass Gott ein liebender Vater ist. Ein Vater, der sich um die Menschen kümmert hier auf dieser Welt. Und die Priester haben Gott als strenger Vater, ja, als Richter haben sie ihn gesehen. Und darum wollten sie Jesus gefangen nehmen und wollen töten. Und wo Jesus am späteren Abend mit seinen Jüngern ist unterwegs war, und sie unterwegs waren, sind plötzlich Soldaten aufgekreuzt. Und Petrus nimmt sein Schwert und verteidigt Jesus und holt am Soldat das Ohr ab. Und Jesus sagt: Petrus, was machst du da? Und hält am Soldat, Jesus hält am Soldat sein Ohr. Und in diesem Moment nehmen sie Jesus gefangen und verschleppen ihn ins Gefängnis. Und sie, die Soldaten, treiben Spott mit Jesus. Das soll der König der Juden sein. Erzählt das jemand anderem. Ja, Jesus hat in diesem Moment Angst gehabt. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal Angst gehabt hast. Er ist allein im Gefängnis und die Leute haben ihn ausgelacht. Und am nächsten Tag hat Jesus sein Kreuz auf den Berg tragen. Er war schon geschwächt von dem, was die Soldaten angetan haben. Und so hat er sein Kreuz auf den Berg tragen. Und zum Glück ist ein Bauer von oben angekommen, von diesem Berg, und hat Jesus geholfen. Der Simon hat ihm geholfen, das Kreuz auf den Berg zu tragen. Und als sie oben angekommen sind, haben sie Jesus an das Kreuz genagelt. Und haben ihn aufgestellt an diesem Kreuz. Und er ist zwischen diesen zwei Verbrechern gehangen. Und ein Verbrecher fragt Jesus: Jesus, bitte denk an mich, wenn du beim Vater wirst sein. Und Jesus antwortet dem Verbrecher: Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und so ist Jesus mit diesen zwei Verbrechern am späteren Nachmittag gestorben. Und als die Mutter von Jesus an sein Grab wollte gehen, um ihn einzuölen und gewisse Bänder um ihn zu legen, als sie aus dem Grab rauskam, haben sie einen grossen, festen Stein vor das Grab hergetan, dass niemand zu Jesus mehr suchen kann. Und drei Tage später kommt Maria an das Grab und wisst ihr was? Der Stein, der ist plötzlich weg. Und Maria kommt zu diesem Grab. Wo ist mein Jesus? Wer hat mein Jesus genommen? Bist du der Gärtner? Nein, Maria. Ich bin es, Jesus, ich bin auferstanden. Und Maria ist außer sich vor Freude. Ja, ich habe ihn gesehen, er lebt, er lebt. Und geht zu den Jüngern und erzählt, was sie gesehen hat. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Wer hast du gesehen? Jesus, er lebt. Nein, das kann nicht sein. Wo? Mal, das Grab ist leer. Und das ist der Grund, warum was wir heute Ostern feiern, dass das Grab leer ist und Jesus nicht mehr bei den Toten ist. Ja, er lebt. Und er lebt heute noch.